Jo, meine Freunde, was geht? Wir reagieren jetzt auf das Q&A Gore-Videos vom Y-Kollektiv. Ich kenne den Kanal tatsächlich auch gar nicht. Wann haben die das hochgeladen? Will ich nur mal ganz kurz gucken. Vor 2 Stunden, okay. Ja, bin ich gespannt, was sie darin jetzt wieder gesagt haben. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, das Y-Kollektiv hat ein Video über das Programm hochgeladen, wo es um Gore-Videos geht. Auch ich habe dazu heute ein Video gedroppt und ja, es war einfach schlecht. Ihr könnt es auch hier auf dem, eigentlich habt ihr es eh auf KuchenTV Uncut gesehen. Also wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann lohnt es auch nicht, das hier anzugucken und wir schauen mal, was sie sagt. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Q&A. Ja, ich hoffe erstmal, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Ich habe in den letzten Tagen natürlich... Digga, wie schönes Wochenende, es ist Mittwoch, Digga. Wahnsinnig viele Nachrichten, Kritik erreicht, auf die ich jetzt eingehen werde. Eine Sache vorweg, denn mich haben auch auf meinem privaten Insta Nachrichten... Digga, wie schlecht zahlt eigentlich Funk, dass du so eine langweilige Ausstattung hast? ...Kommentare erreicht und manchmal auch so gekoppelt mit dem Vorwurf, kannst du nicht mal anständig Stellung beziehen? Es war mir einfach wirklich nicht möglich, auf jeden einzelnen Kommentar einzugehen. Ich habe einigen Leuten individuell geantwortet, habe aber immer wieder auf dieses Q&A verwiesen. Du bist so ein Programmer, klar, Digga, seit 2011 lustigerweise. Einer möglichen Kritik stellen, weil das einfach anders nicht machbar ist. Ich werde am Ende auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie ich so die letzten Tage erlebt habe, möchte aber erstmal ganz vorne anfangen. Und zwar hatte ich den Eindruck, dass sich viel von der Kritik, die kam, dass die so ein bisschen an dem vorbeigegangen ist, was ich mit diesem Film eigentlich aussagen wollte. That being said, ich weiß natürlich, dass ich nicht entscheiden kann, was beim Zuschauer hängen bleibt und auch... Sucht sie jetzt den Fehler bei den Zuschauern? Wie die meine Reportage finden, das ist mir klar. Trotzdem würde ich gerne noch einmal klar machen, was eigentlich mein Sinn und Zweck dieser Reportage sein sollte. Ich wollte mich mit dem Thema Gore auseinandersetzen und wollte mich diesem Thema vor allem eben verständnisvoll nähern und verstehen, warum gucken Leute eigentlich Gore? Und mein Eindruck war eigentlich, oder wie ich das persönlich erlebt habe in der Recherche, war ja durchaus, dass ich das am Anfang gar nicht verstehen konnte und dann selber so ein bisschen in den Strudel gekommen bin. Und durchaus auch nachvollziehen konnte, was die Faszination daran sein konnte. Genau, also das nochmal kurz so vorweg. Mir ging es eigentlich darum... Ja, aber darum, das hat sie halt einfach faktisch gesehen halt überhaupt nicht gemacht. So, sie haben sich halt 2 Leute rangeholt, mit denen sie halt geredet haben, die aber beide halt auch psychische Probleme haben, die halt nicht den durchschnittlichen Gore-Nutzer, denke ich mal, auszeichnen, die das halt schauen. Und dazu wurde einfach eine Seite mit reingezogen, die halt überhaupt nicht für Gore ausgelegt ist oder halt für NSFL-Inhalte, ne, also Not Safe for Life, ne, alles, was so dazugehört. Und das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Also, kann sein, dass das deine Intention war, zu zeigen, was die Faszination an Gore-Videos ist, aber du hast es halt einfach überhaupt nicht geschafft. Und ja, hast einfach eine schlechte Reportage gedreht. Und das jetzt so hinzustellen, wie, ja, ich kann ja nicht entscheiden, was bei euch hängen bleibt. Natürlich kannst du das nicht, aber du kannst die richtigen Weichen stellen. Und die wurden in der Doku einfach überhaupt nicht gesetzt oder Reportage, whatever. Warum gucken Leute Gore? Und das wollte ich anhand dieser 2er Lebenswelten klar machen und eben anhand meiner eigenen Erfahrung. Daran anschließend werde ich mich jetzt auch direkt mal den Hauptkritikpunkten, glaube ich, stellen. Ich glaube, Süßtittchen braucht ihr nicht timeouten, oder? Gute Frage. Denn Kritikpunkt Nummer 1, wenn es um Gore ging, warum ging es dann um Programm? Ja, die Ausrede wird sein, weil das haben die schon in die Kommentare geschrieben und das lasse ich auch nicht zählen. Das habe ich sogar in meinem Video drin gehabt. Die haben halt geschrieben, dass sie am meisten von Programm gehört haben, wenn es um Gore-Videos geht und deswegen haben sie da ihre Recherche gemacht. Ja, und dafür gibt es mehrere Gründe. Grund Nummer 1, ja, dann sperrt das weg. Eine fast ausschließlich deutsche Community. Die Betreiber sind deutsch, das heißt, wir können auch irgendwie mit deutschen Gesetzen, mit deutschen Werten argumentieren. Die ganze Community. Was hat das denn mit deutschen Werten und Gesetzen zu tun? Digga, es wurde in der ganzen Reportage wurde nicht einmal der rechtliche Aspekt gezeigt. Und was sind denn deutsche Werte? Sind Werte in Frankreich anders als in Deutschland oder was? Digga. Community ist deutsch. Ich habe mich natürlich auch auf Seiten wie Best Gore oder YNC umgeschaut. Aber da war eben die Community total international. Und hier war das so ein deutschsprachiger Mikrokosmos, der eben spannend war für uns zu betreten. Grund Nummer 2. Ich habe... Ja, wie gesagt, das ist einfach kein Grund. So. In meiner Recherche, als ich gestartet habe, einen Aufruf gestartet, erstmal... Also ich meine, das Ding ist halt...
Also an sich, du kannst ja die Seite nehmen, aber dann solltest du sie halt auch richtig hinstellen. Und es wurde von Anfang an vermittelt, ey, auf der Seite gibt's richtig viele dieser Gore-Videos. Was wie gesagt halt vorne und hinten überhaupt nicht stimmt. Also das ist halt, das ist wieder, ich verstehe sowas halt einfach nicht. Also reden die sich das wirklich selber gut? Oder dachten die wirklich, dass sie das so machen und sie checken es nicht, wie sie verkackt haben? Persönlich in Insta, habe aber natürlich auch im Netz nach Leuten gesucht, die eben Gore Naja, schauen. also natürlich sind die Werte an sich halt anders, aber ich sag mal, du kannst ja trotz, also die Faszination, warum sich Leute Gore angucken, ist, denke ich mal, auf der ganzen Welt gleich. Ich glaube nicht, dass die Gründe da großartig unterschiedlich sein werden. Kommt natürlich auf Länder an, ein bisschen halt, aber ich sag mal jetzt so, Europa und alles, was das angeht, die werden da nicht komplett anders denken. So. Und auch wenn ganz viele von euch Programm für Katzenmemes nutzen, was auch alles cool ist, dann ändert das trotzdem nichts daran, dass der Name Programm, als ich nach Goa gefragt habe, von allen Seiten kam. Es ist schon so, dass Programm mit Goa-Content in Verbindung gebracht wird. Natürlich ist das jetzt keine repräsentative Studie Ja, gewesen. Digga, natürlich wird das damit halt irgendwo in Verbindung gebracht, weil es ist halt einfach nur mal eine Riesenseite und es gibt das da halt auch. Und es ist ja klar, dass jetzt so harte Videos zum Beispiel viel mehr im Kopf bleiben. Ne, zum Beispiel, wenn jetzt halt irgendwelche Attentäter oder sowas halt rumlaufen und Videos machen, safe eine halbe Stunde, nachdem es hochgeladen ist, gibt es die ganzen Videos auf dem Pro. Ja, dafür ist es halt so bekannt, sag ich mal. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es halt nur trotzdem eine kleine Nische ist. Also im Endeffekt ist es ja nicht schlimm, dass sie bei Gore-Videos über das Pro geredet hat. Das an sich ist ja okay, weil es gibt diese Inhalte auf der Seite. Es kommt aber darauf an, wie sie das gezeigt hat. Und für einen Nutzer, der die Seite nicht kennt, sieht es jetzt so aus, als würden den ganzen Tag da Videos geteilt werden, wie irgendwelche Leute hingerichtet werden oder whatever. Und das ist es nun mal halt einfach nicht. So, also sie hatte halt selber, ist sie nicht richtig drauf eingegangen und hat nicht klar gemacht, was das für eine Seite ist und wie groß vielleicht auch der Anteil ist dieser Bilder, die da hochgeladen werden. Das habe ich ja in meinem Video auch gesagt gehabt. Also generell NSFL-Bilder, wo Gore auch mit drin ist, sind halt pro Woche machen die so 1 bis 2% aller Bilder aus. So, und es gibt da pro Woche halt ungefähr so 10.000 Bilder, die hochgeladen werden und Videos. Und NSFL sind aber jetzt auch nicht nur irgendwelche Hinrichtungen oder sonst irgendwas, sondern das kann zum Beispiel auch eine kleine Verletzung sein. Irgendwelche Ärzte zum Beispiel, die gerade irgendeine Operation machen, wird da relativ viel gezeigt. NSFL ist auch, wenn so ein Pickel, ein relativ großer Pickel ausgedrückt wird und so lange und so weiter. Also NSFL ist halt auch nicht gleich Gore. Also diese 2% oder 1% sind sogar noch zu viele, weil du da noch voll viele Bilder runterrechnen musst, die halt eigentlich, die sie ja gar nicht ansprechen wollte. So, ne, oder weiß ich, da war auch letztens irgend so ein Pferd, also wo so ein Arzt so ein Pferd irgendwie so, ich weiß nicht, einen riesigen Ast oder einen Knochen oder so irgendwie rausgezogen hat und dann lief da so das Eiter aus der Wunde, ne, aber das ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt das, was sie halt jetzt zeigen wollte halt, ne, das war ja wirklich ein medizinischer Eingriff dann, ne. Aber durchaus ein aussagekräftiges Stimmungsbild, dass ich immer wieder auf diese Seite verwiesen worden bin. Im Übrigen habe ich natürlich auch mit deutlich mehr Leuten über das Thema Gore gesprochen, als die, die jetzt im Film aufgetaucht sind. Ich habe mit Menschen, die Gore konsumieren, gesprochen und jeder davon war auf Programm unterwegs. Der nächste Grund, warum ich Programm ausgewählt habe, war eben, weil die Protagonisten, die im Film sind, ja auch beide sich auf diesen Plattformen bewegt haben. Trotzdem räume ich ein, dass ich die Landschaft hätte ein bisschen besser beschreiben können. Gerade jetzt im Hinblick auf, sag ich mal, die emotionalen Reaktionen. Ja, aber guck mal, ich meine, das ist es ja auch wieder. Ich meine, sie hat halt mit zwei Leuten geredet, okay, die beide auf der Seite unterwegs sind. Aber genau das ist ja auch, was mich halt generell halt mega oft bei so Reportagen und so weiter stört, ist halt einfach, dass sich halt wieder zwei Beispiele rausgesucht worden sind, wo man am Ende sagt, ja, es sind wieder solche Leute. So, ne, also keine Ahnung, alleine der eine, der dann da in der Reportage sagt, ja, also, ne, ich war ja Metzger und ich weiß ja, wie Schweine von innen aussehen, da wollte ich auch mal wissen, wie Menschen aussehen. So, hä? Digga. Das ist krank, ne? Oder auch so, ja, ich will jetzt natürlich keinen umbringen, Sohn, aber ich habe mir schon mal überlegt, so, ja, wie würdest du das denn machen? Wie würdest du denn die Leiche entsorgen? So, Digga, ich denke mir so, wow, Bro, what the fuck, ne? Und du musst mal überlegen, für Leute, die sich halt damit gar nicht auskennen oder die so gar keinen Bezug dazu haben, so, die werden dann halt Gore-Videos mit Leuten verbinden, die so eine Aussagen bringen. So, warum hat man sich denn, selbst wenn man jetzt sagt, okay, für die Klicks, da mach von mir aus ein extremes Beispiel, aber nimm auch einen Vernünftigen da rein, der dir vielleicht sogar vernünftig erklären kann, warum er das guckt oder wie er das guckt, whatever, der halt nicht solche Aussagen droppt.
So, das ist halt auch eine Sache, die ich nicht verstehe, weil damit wird natürlich ganz klar, wird in eine Richtung geschaut, ne, wohin die halt gehen soll. Hätte ich das auch gerne gemacht, dass ich einfach nochmal klarer mache. Ich sage zwar am Anfang, es gibt Seiten, aber das wäre wahrscheinlich besser gewesen, hätte ich das einfach nochmal klarer eingeordnet, dass das eine Seite ist von vielen, wo man sowas sehen kann. Wobei ich das durchaus sage. Ich sage, dass es noch andere Videos auf der Seite gibt, dass es dass auch nicht alles in NSFL nur grausam ist. Und ich sage auch vor allem, dass ich... Ja, Digga, aber du kannst nicht eine 15-Minuten-Doku machen und die ganze Zeit sagen, wie schlimm diese Videos sind und was da hochgeladen wird und dann in einem Nebensatz sagen, ja, aber da gibt es auch noch andere Sachen natürlich. So, also da ist ja die Gewichtung halt einfach komplett falsch. Wirklich nur in diesem Bereich bewege. Und da würde ich direkt auch nochmal an einen Kritikpunkt anschließen wollen. Mir wurde auch oft vorgeworfen, ja, du kennst dich ja mit den sonstigen Seiten da gar nicht aus, also mit den anderen Seiten dieser Plattform. Und das stimmt auch. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe. Ich muss kein Insider von allem sein, um darüber zu berichten. Ich habe genau kenntlich gemacht, in welchem Bereich dieser Seite ich mich bewege. Und ja, darauf habe ich dann Bezug genommen. So, und jetzt würde ich die Zeit noch... Ich persönlich finde das aber trotzdem halt dann halt nicht so geil, wenn man da eine Reportage zu dreht. Beziehungsweise, klar, kann man halt machen, kann auch irgendwo spannend sein. Aber ich finde gerade dann, wenn du keine Expertise in diesem Feld hast, solltest du eigentlich so neutral wie möglich sein. Und Y-Kollektiv macht dauernd den Fehler, oder auch Caroline zum Beispiel, dass sie Reportagen dreht über Themen, wo sie keine Ahnung hat, wo sie aber schon eine vorgefertigte Meinung hat. Das mit dem Programm war jetzt halt das eine, ne, wo einfach alles ganz klar in die Richtung gedrängt worden ist. Die Seite ist ganz böse. Aber zum Beispiel bei der Twitch-Reportage, die sie gemacht hat, da war es genau das Gleiche. Ich zeige euch die hier einfach mal ganz kurz, dass ihr euch vielleicht was drunter vorstellen könnt, wenn ihr die nicht mehr kennt. Das war das mit, hier, diesem, die mit Tanzverbot da mal cool war. Mit der, so, das war halt diese Doku hier. Die wurde auch extrem schlecht bewertet, so, weil sie sich auch da wieder halt Leute rausgesucht haben, die halt einfach in das Bild gepasst haben. Irgendwie sie, weiß nicht, hat einen Stalker, verlässt nicht auf die Wohnung, zockt sehr viel, ist eher so zurückhaltend, ne, Fräulein Freitag, genau. Also, finde ich halt nicht schlimm, aber klar, das geht halt wieder so ein bisschen in dieses Gamer-Klischee rein. Und dann irgendwie der zweite, der, ich weiß gar nicht, was der, mit dem war auch irgendwas. So, der da auch, der war auch kein normaler Streamer. Ich glaube, der streamt auch gar nicht mehr, ne? War der nicht gebannt oder so? Ich weiß gar nicht. So, und auch da wieder, sie sagt halt selber, dass sie keine Expertise hat, dann trifft sie halt Leute, die das machen und wirkt halt sehr, also schon so runtermachend, so im Sinne von so, ey, ich verstehe gar nicht, was du hier machst und ich finde das ultra peinlich. So, aber so sagt sie es natürlich nicht, sondern so ist halt ihr Auftreten in dieser Dokumentation, auch mit ihren Einschnitten, dass sie halt bestimmte Dinge nicht versteht und. So, und an sich ist es halt nicht schlimm, wenn du dich in einem Thema nicht auskennst. Ne? Es kann ja auch spannend sein, sich damit zu beschäftigen und dann später in der Reportage zu zeigen, ey, am Anfang weiß ich gar nichts, am Anfang weiß ich mehr. So war, wie ich mich damit beschäftigt habe. Aber da mach es halt richtig und neutral und halt nicht so, wie sie das dauernd in ihren Videos macht. Ich muss nutzen, auf einige Kommentare einzugehen. Und da schreibt unter anderem Rock Black, Toni wird seinen Ausbildungsplatz verlieren, spätestens seit der Stelle, wo er über seine Fantasien redet. So Kommentare kamen öfters, das hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil ich Toni als sehr netten und sympathischen Typen... Kommen da noch Schuldeingeständnisse? Ja, das ist die Frage. ...kennengelernt habe. Ja, der sehr, sehr abgebrüht über Gore-Content redet. Allerdings, jetzt zum Beispiel die Stelle, auf die jetzt hier Bezug genommen wird, da erzählt er, glaube ich, dass er sich eben auch schon mal Gedanken darüber gemacht hat, wie man eine Leiche entsorgt. Und keine Ahnung, also ich höre zum Beispiel auch gerne True-Crime-Podcasts. Ich glaube, da hat man sich vielleicht auch schon mal die Frage gestellt. Insofern finde ich jetzt gar nicht, dass das irgendwie ein so alarmierendes Statement sei. Ich mache mir jedenfalls keine Sorgen um Toni Zukunft und er, glaube ich, auch nicht. Dann schreibt Christoph, finde es stilistisch plump und unangenehm, wenn die Reaktion der... Ja, ich meine, der Vergleich ist halt irgendwie aber schon mal was anderes, weil so bei True Crime und so weiter oder Medical Detectives, also ich glaube, da ist es halt relativ normal, dass du dir halt so denkst, okay, was hätte jetzt ich vielleicht in der Situation gemacht, was hätte man anders machen können? Ich finde, das ist auf jeden Fall nochmal ein Riesenunterschied dazu, oder ob man jetzt sagt, ja, ich gucke mir halt Videos an, wie die ganze Zeit Leute umgebracht werden und so, und dann überlegt man schon so, ja, wie würde ich den eigentlich umbringen und wie werde ich die Leiche los? Also ich finde, das ist nochmal, das ist einfach auf einer anderen Ebene so, finde ich. Ne, weil zum Beispiel bei True Crime oder jetzt Medical Detectives wird ja der Fall halt genau gezeigt und die Fehler, die gemacht haben und so. Und bei Gore-Videos geht es ja wirklich nur um die Gewalt. So, ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Reporterin gefilmt wird, das suggeriert eine Authentizität, die einfach nicht da ist. Und warum müssen die Beschreibungen sein? Was bringt das?
Auch wenn es vielleicht gestaged drüber kam, waren die Reaktionen in keinster Weise inszeniert. Ich habe die Videos wirklich zum ersten Mal da gesehen, als ich da neben Toni saß. Insofern, ja, es ist natürlich blöd, wenn das irgendwie falsch rüberkam, aber das war schon eine authentische Reaktion. Dann die Frage, ob diese Beschreibungen notwendig waren. Naja, es ist natürlich so, dass viele Leute die Reportage geguckt haben, die von Gore-Content überhaupt keine Ahnung haben. Und wenn man sich 20 Minuten anschaut, was so die Auswirkungen von Gore auf Einzelpersonen sind, dann muss man natürlich auch irgendwie verstehen, was Gore überhaupt ist. Und deshalb fanden wir diese recht grafischen Beschreibungen der Videos sinnvoll, um eben auch die Leute ins Boot zu holen, die überhaupt nichts sich unter Gore vorstellen können. Dann schreibt Evil Sign. Ja, das fand ich jetzt auch nicht schlimm, dass die da das so gezeigt haben oder gesagt haben, was man sieht. Ich finde, ihr habt dem Pro deutlich zu wenig Zeit für die Stellungnahme gegeben, aber auch euch selbst, um euch ausführlich damit auseinanderzusetzen. Also, wir haben dem Programm eine Frist von 3 Tagen gegeben. Das ist völlig im Rahmen. Normal, wir hätten mindestens 48 Stunden denen Zeit geben müssen, haben ihnen 3 Tage gegeben. Ich weiß, ich finde das immer noch wenig. Also gerade wenn sie sagen, dass sie halt monatelang recherchiert haben, dann nur 3 Tage zu geben. Also da macht doch wenigstens eine Woche oder so, gerade wenn man halt weiß, wie schlecht die Seite da wegkommt. Programm hat die Zeit. Kann schon sein, dass das normal ist, will ich auch gar nichts gegen sagen, aber wenn man halt schon so viel Zeit da reinsteckt, dann hätte man auch eine Woche vorher fragen können, warum nicht? So, also das kommt halt für mich so ein bisschen so rüber, wie, okay, wir geben denen jetzt so wenig Zeit, wie wir es noch, also wie es noch okay ist quasi, und hoffen einfach, dass die in der Zeit vielleicht nicht antworten. Ist ja auch klar, dass die auch andere Dinge zu tun haben und ja nicht den ganzen Tag Zeit haben, da zu antworten, sich auch erstmal besprechen müssen, gerade wenn es halt auch um so krasse Themen halt natürlich auch geht, ne, mit Gore-Videos und das, was da vorgeworfen ist, ne, mit Rassismus und so weiter. Ne, das muss besprochen werden, da will man es vielleicht auch nochmal mit dem Anwalt abklären, kann man das so sagen, kommt unser Statement, das, was wir sagen wollen, gut rüber. So, da finde ich halt 3 Tage. Kann sein, journalistisch ist okay, ja, aber so moralisch gesehen, wenn man sowieso schon angeblich monatelang da recherchiert, dann hätte man das auch eine Woche vorher machen können, dann wäre es auch okay gewesen. Also dann ja auch quasi für sich selbst verlängert, hat uns geschrieben, dass die Frist zu kurz sei und hat, glaube ich, nochmal 3-4 Tage drangehängt. Das haben wir auch anstandslos hingenommen. Das heißt, am Ende hatte Programm auch eine längere Zeit. Wie gesagt, wir hätten ihnen nur 48 Stunden geben müssen. Und falls jetzt jemand so sagt, ja, aber warum gibt man ihnen nicht trotzdem mehr Zeit? Das hat einfach so ein bisschen taktische Gründe, denn ich war ja auch die ganze Zeit am Recherchieren und ab dem Moment, wo ich die Anfrage an Programm geschickt habe, haben die ja auch sofort ein Statement veröffentlicht. Die haben nochmal genauer darauf achtet, wer da gerade recherchiert. Das heißt, hätte ich da irgendwie 2 Wochen vorher schon die Anfrage hingeschickt, wäre das einfach zeitlich auch für uns doof gewesen, weil mir dann Recherchezeit verloren geht. Also es ist nicht immer nur Blödsinn. Ja klar, das an sich schon, aber ich sag mal, muss die Reportage denn dann jetzt kommen? Also es ist ja klar, dass man erst seine Recherche beendet, dann stellt man die Fragen, weil du willst ja deine Fragen auch nach der Recherche stellen, damit du halt richtig recherchiert hast und auch weißt, was du fragen musst so. Das ist ja okay, aber da hätte die Reportage ja auch einen Tag später kommen können oder 2 Tage später kommen können. Und ich meine, wenn ihr sagt, dass ihr Wochen und Monate lang recherchiert habt, so, dann wird da auch locker noch mehr Zeit geblieben sein, um diese Stellungnahme damit reinzunehmen oder halt, um die überhaupt zu stellen. Ich meine, wenn man jemandem da wenig Zeit gibt, wie gesagt, 3 Tage sind auch völlig im Rahmen und Programm hatte am Ende auch länger Zeit. Ich habe dann auch manchmal so den Kommentar gelesen, ja, aber dann baut ihr deren Antwort erst so ganz zum Schluss ein. Ja, das ist ja auch so. Die kam ja auch erst spät, ne? Und manche Leute haben dann auch gesagt... Ja, aber was ist das denn für eine Aussage? Ja, okay, weil jetzt... Also, natürlich kam die erst spät. Ihr habt ja vorher schon alles beendet. Also, hä? Sie stellen ihre Anfrage erst mega spät und sagen dann, ja, das Statement kam auch erst sehr spät. So, ja, also natürlich, hä? Ihr habt das ja auch erst spät zu denen gesendet. So, das ist doch klar. Was sollen die denn machen? So, schon vorher die Fragen beantworten. Und ich meine, darüber habe ich mich ja auch beschwert, weil ich finde, das ist halt einfach... Also, die Seite wird ja sowieso schon falsch dargestellt. Das ist ja schon mal auf jeden Fall das Erste. So, und dann wird halt das Statement, was die gesagt haben, es wird einfach so hingestellt, wie, ja, keine Ahnung, das ist eine Nazi-Community, also teilweise zumindest, ne, oder zum Beispiel, dass sich einfach jeder anmelden kann ohne Alterbestätigung, blabliblub. Das sind ja Dinge, die halt auch dann nach der Recherche halt nicht mehr ging oder die sich generell halt schon vorher geändert haben. Und ich finde es halt weird, wenn du halt am Anfang einen Kritikpunkt nennst und dann zum Ende sagst, ja, okay, das haben die jetzt, aber da haben die drauf geantwortet, das ist gar nicht so, oder das haben die geändert. So, weil na, die Watchtime eines Videos geht ja immer weiter runter, je länger das Video geht. So, warum sagst du es nicht und machst danach das Statement rein, wo du sagst, ey, man kann sich hier anmelden auf der Seite, ohne das
Nee, warte, für bestehende Leute ist es so, dass die ihr Alter nicht bestätigen müssen. Die können auch 12 sein, theoretisch. Aber wir haben beim Pro nachgefragt, die haben das jetzt geändert. Jetzt gibt es eine Altersverifizierung, weil wir das gemacht haben. Ist es teilweise auch, naja, dass 2015, 2016 auf der Seite ein riesiger Rechtsrutsch war, wo auch schon sehr viele ausländerfeindliche Kommentare geschrieben worden sind und auch ausländerfeindliche Texte und diskriminierende Texte gesetzt worden sind. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das haben die auch gesagt. Aber es ist heutzutage nicht so, da ist das Pro auch gegen vorgegangen. Das wird aber erst am Ende gesagt. Ja, am Ende sagt ihr, dass Rassismus eigentlich gegen die Regeln verstößt, aber so lange gucken doch die Leute die Reportage vielleicht gar nicht. Da kann ich dann aber auch nichts dran ändern. Ich kann ja keine Reportage machen, die nach 10 Minuten schon den gleichen Informationsgehalt hat wie nach 18 Minuten. Insofern. Nein, aber einfach die wichtigen Informationen und das, was zusammengehört, halt direkt zusammenpacken. Ja, wir haben die Antwort von Programm ja mit einbezogen ja, und haben eben auch ihre Stellungnahme da Platz gegeben. Im Übrigen wurde auch mal kritisiert, dass wir das eben nicht in aller voller Länge gemacht haben. Aber auch das ist natürlich völlig klar. Das hätte ja 10 Minuten gedauert, da die ganze Stellungnahme vorzulesen. Wir haben uns auf einzelne Punkte beschränkt. Programm hat, glaube ich, auch die Stellungnahme nochmal öffentlich gemacht. Da kann auch jeder einsehen, was... Ja, also an sich ist es okay, man muss nicht auf jeden Punkt eingehen, sehe ich genauso, weil sonst irgendwann einfach zu lang wird. Ich finde aber, dann hätte man sie wenigstens verlinken können. Ne, dass man wenigstens sagt, jo, wenn ihr die komplette Stellungnahme vom Pro sehen wollt, dann guckt in die Beschreibung. Was die sonst noch zu sagen hatten, beziehungsweise was für Fragen wir sonst noch gestellt haben. Dann schreibt Onaka, wieso kommen keine Experten zu Wort? Nur paar Fetzen, Kontext nicht vorhanden. Des Weiteren werden nur 2 Personen gefragt, die psychisch nicht stabil waren. Wieso nicht beides zeigen? Menschen, die damit Probleme hatten und Menschen, welche ohne Probleme geblieben sind. Also das vielleicht nur so zur Hintergrundinfo. Ich habe mit Deutschland ja, vom Jugendschutz mit einem Psychologen gesprochen, der sich auch in dem Bereich auskennt. Und das sind aber alles Dinge, die ich zur Hintergrundrecherche gemacht habe, denen wir aber nicht unbedingt so viel Platz in der Reportage geben. Also wir bauen selten Experteninterviews ein, einfach weil wir ein Reportageformat sind. Ich habe ja ein paar Zitate eingebracht und ansonsten verlinken wir auch immer noch Literatur oder eben Artikel. Ja gut, aber würde die Reportage ja trotzdem besser machen, wenn man auch wenigstens irgendwie 1-2 Experten mal zu Wort kommen lässt und würde das auf jeden Fall... besser machen halt. Indem man sich noch weiter über das Thema bilden kann, wenn einen das interessiert, in unserer Infobox. Dann schreibt Katzenpersonal. Hä? Ja, okay, und dass die jetzt 2 labile Personen genommen haben psychisch, das lässt die jetzt einfach weg, oder was? Also, da ist sie jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen. Die Zimmerpflanze, bitte befreie mich aus dem Fenster. Ich habe auch Gefühle. Ja, Digga, die Pflanze tut mir echt leid. Hä? Sie hat 2 Fragen vorgelesen, beantwortet eine, geht einfach weiter. Ja, Digga, also, hä? Die Seite findet man aus guten Gründen nicht bei Google. Y-Kollektiv hat das hier Kapitel gemacht? Abgeliefert, den Namen im Titel, im Thumbnail und im Beitrag zu nennen. Und bei den Kameraeinstellungen auf Bildschirm. Nicht bei Google. Y-Kollektiv hat echt ein Meister abgeliefert, den Namen im Titel, die Kamera auf Bildschirm. Auch die Domain nicht zu verpixeln. Besorgte Eltern und Pro-Mitglieder sind gleichermaßen hellauf begeistert. Das ja, ist ja ein Troll, oder nicht? Tatsächlich hatten wir auch eine Jugendschutzabnahme, in der das thematisiert wurde. Hey, ist das nicht ein Troll-Kommentar gewesen? Grundsätzlich stimmt es natürlich, dass man, indem man solche Seiten nennt, ihnen irgendwie auch Zulauf gewähren könnte. Allerdings wurde eben durch diese Nachbesserung des Jugendschutzes wurde dann quasi uns das Go gegeben, dass wir das durchaus thematisieren können und eben auch den Namen sagen dürfen. Dann schreibt Kaisers Gilhelm, wieso wurden alle sogenannten Spendenrates vergessen? Dabei wurde alleine beim letzten mehr als 100.000 Euro für das DKMS und auch Kinderhospize gesammelt. Ja, also im Rahmen meiner Recherche wurde mir auch von diesen Spendenrates berichtet. Allerdings war das zu dem Zeitpunkt, als ich recherchiert habe, sehr retrospektiv. Zu der Zeit sind mir keine Spendenquittungen über den Weg gelaufen. Und ja, aber das zeigt ja halt schon, wie schlecht sie halt recherchiert hat. Ne? Guck mal, die geht auf eine Seite. Also guck mal, das Ding ist, sie will mir jetzt erzählen, dass sie Beiträge auf der Seite von vor 4 Jahren gesehen hat. Wir sind nicht auf einer Höhe. Digga, stimmt, die Fenstergriffe sind nicht auf einer Höhe. Digga, wie weird ist das denn? Oh, da muss ich jetzt drauf achten, Digga. So, also wie gesagt, die findet ein Bild von vor 4 Jahren, um rassistische Tags zu zeigen. Aber setzt sich nicht so viel mit der Seite auseinander, als dass man die ganzen Spendenrates findet, wo schon über 1 Million Euro gesammelt worden sind.
Also ich meine, das zeigt ja eigentlich gerade nur, wie schlecht sie recherchiert hat, wenn sie sagt, oh, das ist mir nicht aufgefallen. So, ja, deswegen befasst man sich doch mit der Seite, oder nicht? Habe ich mich auch mit entschieden, das jetzt nicht in den Film zu nehmen, zumal das sowieso mit meinem Thema eigentlich nicht viel zu tun hatte. Ach so, das hat mit dem Thema nichts zu tun. Aber dass sich da ein Kommentar beleidigt hat, das war super wichtig, oder was? Also, sie selber ist lustigerweise ja ein-, zweimal vom Thema abgelenkt gewesen oder hat nicht über das Thema geredet. Und zwar genau dann, wenn sie über das Programm in anderer Form schlecht reden konnte. Zum Beispiel halt mit den Kommentaren oder halt, dass da irgendwelche rassistischen Leute angeblich unterwegs sind. Da war es okay, das Thema zu verlassen, weil man da noch negativ über das Pro reden konnte. Aber wenn man über was Positives sprechen könnte, ja, das hat jetzt hier nicht reingepasst. Und da habe ich mir gedacht, ja, lass ich weg, Digga, ist nicht so wichtig jetzt. Ich wüsste nicht. Ich glaube, wenn ich heute den Film nochmal machen würde, würde ich es vielleicht mit reinnehmen. Einfach auch so ein bisschen, um zu beweisen, dass es mir nicht darum ging, irgendwie das bewusst wegzulassen, sondern dass ich da irgendwie einfach keine Connection zu dem gesehen habe, was ich da gerade thematisiere in meinem Film. Aber ja, an der Stelle hätte man sich ja thematisieren können. Ich habe mich dagegen entschieden. Dann wurde auch noch kritisiert, dass ich mich auf diesen einen Kommentar gestürzt habe, in dem ich persönlich angegriffen werde. Auch da wieder, das hat zwei Gründe. Also zum einen wollte ich auch transparent machen, dass es diesen Angriff, sag ich mal, gegen meine Person gibt. Von einer Person. Der... Weil ich genau weiß, wie das gelaufen wäre, hätte ich das nicht thematisiert, dann hätte es nachher geheißen, ja, deshalb hat die so Bericht erstattet, weil die wurde da ja selber irgendwie angegriffen. Also wusste sie ja vorher schon, dass die Reportage kritisiert wird. Und sie hat dann extra was reingenommen, damit es noch mehr so aussieht, als wäre das einfach nur reingenommen worden für einen persönlichen Rachefeldzug, dass man da schön nochmal draufhalten kann. Digga, das ist halt, also, weiß ich nicht, keine Ahnung, macht überhaupt keinen Sinn, was sie da sagt. Also, sie hat sich jetzt noch schlechter hingestellt, als wenn sie es weggelassen hätte. Insofern habe ich das auch Also, ich meine, guck mal, wenn sie es nicht gesagt hätte, hätte sie sagen können, ey, das wusste ich gar nicht. Aber jetzt weiß man halt, dass sie es weiß. Und wenn man jetzt noch darüber nachdenkt, wie schlecht und einseitig diese Reportage ist, ist es halt eigentlich sogar ziemlich realistisch, gerade bei Funk und Y-Kollektiv, dass es einfach nur so ein Rachefeldzug ist, womit man halt einfach... ja, die Seite quasi runterbuttern wollte, halt, ne, weil man sich dachte, ja, hier werde ich angegriffen, das wird stehen gelassen, jetzt gehe ich dagegen vor. So. Transparent gemacht. Reportage, dass, jetzt. Dass auch ein Thema ist, also dass ich Thema auf dieser Plattform bin und dass solche Kommentare über mich da stehen. Dann wurde noch gesagt, dass das nicht repräsentativ sei. Und da muss ich sagen, wer im NSFL-Bereich unterwegs war oder unterwegs ist, weiß, dass das durchaus repräsentativ ist. Ich komme leider nicht mehr rein, sonst hätte ich euch das gerne noch belegt, aber unter jedem Video, wo irgendwie eine Frau zu sehen ist, sind sexistische Tags und Kommentare. Das ist einfach so. Und ich meine, da mal ganz klar gesagt, so, das kann man ja auch entschuldigen. Also sowas zum Beispiel wie Süßvieh hat sich einfach komplett normalisiert auf Programm. Und wahrscheinlich drehen dann viele mit den Augen. Ja, Digga, diese Tags sind halt echt, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist schon... An sich, ja, wenn man das jetzt so als außenstehende Person sieht, ne, dann ist es schon irgendwo sexistisch, klar, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Es ist halt einfach, ja, so redet man halt irgendwie auf der Seite, ne? Ja, das ist ja nicht so gemeint. Jetzt vielleicht nicht den, aber viele Tags, also viele andere Tags sind auch schon sehr humorvoll auf jeden Fall, ne? Hey, aber das obliegt ja jedem einzelnen Zuschauer dieser Reportage zu entscheiden, ob er solche Kommentare witzig findet, ob er ein Umfeld, wo sowas geschrieben wird, in Ordnung findet oder nicht. Fakt ist, es ist ja sexistisch, wenn sowas wie Süßvieh, entsaftet gut, lutsch mir ein, das sind alles Dinge, die tauchen immer wieder auf und gerade im NSFL-Bereich war das kein Cherrypicking, sondern das war ein ganz klares Stimmungsbild, das sich unter jedem Video, wo jetzt zum Beispiel eine Frau zu sehen war, wiederfand. Wie gesagt, dass das dann vielleicht eine Art von Humor ist, mag ja sein. Aber das ändert nichts daran, dass per Definition solche Kommentare sexistisch sind. Und genauso wie... Ja, aber was haben sexistische Kommentare mit Gore-Videos zu tun? Also war das Thema nicht Gore-Videos? Gewisse Bezeichnungen rassistisch sind. So, zum Schluss würde ich gerne noch auf meine Erfahrungen der letzten Tage eingehen. Ja, jetzt ist die Kamera gut eingestellt. Das ist wirklich nice. Okay. Ich mache das mal gerade zu dafür. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass mich wahnsinnig viele Nachrichten erreicht haben. Vieles war konstruktiv, also von Leuten, die einfach nicht glücklich waren mit der Berichterstattung. Und das ist ja auch völlig in Ordnung.
Andererseits haben mich aber auch noch nie in meinem Leben so viele Hassnachrichten, Beleidigungen und sexistische Kommentare erreicht wie in den letzten Tagen. In meinem Film treffe ich ja keine Aussagen über den Safe-for-Work-Bereich von Programm. Und das wurde mir auch oft vorgeworfen, dass der ja total harmlos sei und dass diese Art von sexistischen Kommentaren und so da ja gar nicht stattfinden würde und ich das ganze Programm verunglimpfe, obwohl es das gar nicht verdient hätte. In den letzten Tagen war ich außerdem eben dann doch mal viel im Safe-for-Work-Bereich unterwegs, da ich ja für die anderen Bereiche gesperrt bin und einfach mal so gucken wollte, was da so abgeht. Und neben etlichen Spendenquittungen, da ist in den letzten Tagen einiges zusammengekommen, waren da auch wahnsinnig viele Memes zu meiner Person. Und erstmal ist jedes einzelne Bild irgendwie mit Tags wie Hure und saftet gut, irgendwas mit Titten oder so getaggt worden. Und da waren aber auch Memes mit Bildern von meiner Familie, Witze darüber, dass meine Mutter Alkoholikerin sei, während der Schwangerschaft getrunken hätte, dass ich das Ergebnis einer schiefgelaufenen Abtreibung sei. Zwischendurch waren da auch mal so Bilder von mir, als ich so 11 oder 12 war, irgendwie. Echt? Mit weirden Tags. WTF. Ja, also ich will es natürlich halt nicht gut reden oder so, gar keine Frage. Sowas geht halt überhaupt nicht fit. Da macht sowas halt auch nicht. Aber irgendwo ist es halt einfach klar, weil wie es in dem Wald fliegt, so kommen die Federn auch wieder raus halt, ne? Also du machst halt eine Seite, wo du eine komplette Community in den Dreck ziehst, die fertig machst, die falsch darstellst. So, und klar, diese Kommentare gehen gar nicht, ne? Will ich auch nicht hinterstehen, kritisiere ich auch aufs Schärfste, ne? Sowas ist einfach unnötig so. Aber trotzdem muss sie sich halt nicht wundern, dass sie da halt Gegenwind bekommt. Und ja, im Internet gibt es halt einfach viele Idioten, die halt nicht wissen, wo vielleicht eine Grenze ist, die man einhalten sollte. Ja, und dann passiert sowas halt leider, ne? Wie gesagt, finde ich halt nicht gut, aber sich dann jetzt so in die Opferrolle zu stellen, weiß ich nicht, Digga. Also es war halt klar, dass wenn du so über die Leute da redest und die so fertig machst, dass es halt Leute gibt, die sich angegriffen fühlen. Und dann halt natürlich deutlich zu viel, aber sich halt nicht so schön zu Wort melden. Auch wenn ich es selber unnötig finde. So, ne? Also das war ein eindeutiges Stimmungsbild. Und das ist ja auch okay. Ne? Also ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ich bin mit der Reportage in der Öffentlichkeit. Mich wundert nur, dass Programm-User so allergisch reagieren, wenn ich dann komme und das benenne. Also ich meine, man kann doch nicht so austeilen mit so einem derben Humor, auf den man so stolz ist, und dann aber nicht einstecken können, wenn ich sage, hey, das ist übrigens sexistisch oder das ist übrigens unter der... Naja, aber die Leute stecken ja quasi ein, sie machen sich einfach nur weiter lustig über dich und hauen weiter drauf. Also, ich meine, Memes sind ja, würde ich sagen, eher noch das, was zeigt, dass man sich wirklich drüber lustig macht. Und ich meine, die Tags und so, ja, okay, da steht vielleicht 1A Hure oder generell Hure, keine Ahnung. So, wenn ihr zum Beispiel mal bei Neu einfach KuchenTV eingebt auf der Seite, wenn ihr auf dem Pro unterwegs seid, dann sehe ich erstmal sehr viele nackte Typen, die ein Gesicht haben wie ich. Wenn ich dann aber weiter runterscrolle, irgendwo ist, glaube ich, ein Bild mit mir und Tanzverbot irgendwo zu sehen. Und da steht zum Beispiel auch irgendwie die Abenteuer von Huso 1 und Huso 2. So, und ja, also ist halt natürlich halt dumm, aber das hat ja nichts mit Ausland oder Einstecken zu tun, sondern die Seite hat halt einfach dieses Vokabular auf der Seite. Also das ist jetzt ja nichts, was gegen Caroline persönlich geht, wo man jetzt sagt, okay, die hat uns jetzt kritisiert, deswegen ist sie jetzt eine Hure, sondern, Digga, das ist der Top-Kommentar unter jeder Person, die da nicht gemocht wird, steht dieses Wort. Also ich will das, wie gesagt, halt auch nicht gut reden oder so, ich finde das... Weil Hure ist jetzt halt auch, da ist kein Joke, keine Pointe, nichts drin, das ist einfach nur eine Beleidigung so. Ne, bei anderen Tags kann man vielleicht noch sagen, okay, da ist noch irgendwo eine Pointe zu sehen, das ist ja wirklich einfach beleidigend so. Aber das ist halt auf der Seite halt gang und gäbe. Das hat jetzt ja nichts gegen sie persönlich zu tun, sondern das ist die Seite seit Jahren. Kann man auch kritisieren, klar, aber sie soll es nicht so hinstellen, als wäre sie jetzt die Einzige, die sowas abbekommt. Bei Gürtellinie. Und jetzt kann man ja auch argumentieren, ja, das sind ja nicht alle Programm-User. Allerdings war es schon viele Giraffen, das so ein auch, eindeutiges ja. Stimmungsbild, dass ich jedem Programm-User unterstelle, dass er das zumindest mitkriegt und dann ja irgendwie auch in Kauf nimmt, wenn er auf der Seite ist. Das war jetzt kein einzelnes Phänomen, sondern schon ein flächendeckendes Phänomen, was man da beobachten konnte.
Und natürlich ist das trotzdem irgendwo noch eine Pauschalisierung, ne? Ich meine, nicht jeder, der sich da bewegt, schreibt auch solche Memes. Aber ich glaube, jedem ist klar, dass es das da gibt. Es ist ja genauso, wie wenn jetzt jemand sagt, ja, bei Funk arbeiten nur irgendwelche veganen Feministinnen im Kampf für das Gender-Sternchen. Ist das ja genauso eine Pauschalisierung, die man aushält, ja, dann ist okay, wenn man bei Funk arbeitet. Im Übrigen finde ich es absurd, weil diese Form des so emotional reagieren, wenn man das benennt, ist, finde ich, genau die Snowflake-Mentalität, die uns so vorgeworfen wird. Ja, das fand ich irgendwie verwunderlich, ist mir aufgefallen. Und ich glaube, dass man sich als Programm-User nur ein Stück weit von dieser Art des Humors und so wirklich distanzieren kann. Also wenn ich mir das so angucke und auch die Nachrichten, die ich persönlich bekomme, denen irgendwie meine Familie und so beleidigt wird, dann ist das schon ein Spiegel von dieser Bubble. Kommt da noch ein Video zu, ja, so, vielleicht mal gucken. Ja, naja. Ansonsten würde ich noch auf einen Kommentar eingehen wollen, weil der auch öfters kam. Und zwar dass meine Haare so fettig sein. Frau Vetter war auch ein beliebter Tag. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, es ist so, dass ich meine Haare nachts mit Olivenöl einweiche. Allerdings wasche ich das morgens immer einmal mit kaltem Wasser aus. Insofern kann das eigentlich nicht sein, dass meine Haare fettig sind. Naja, so viel dazu. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ach, Frau Vetter wieder. Ja, wieder sehr viele dumme Äußerungen. Eigentlich ist es derzeit tatsächlich schlechter als vorher. Also, das war das schlechteste Statement, glaube ich, was man seit sehr langer Zeit irgendwie wieder gesehen hat. Ist schon krass, ne, dass man das immer wieder hinkriegt irgendwie. Und, Digga, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Vielleicht mache ich da ein Video zu, mal gucken. Aber, ja, ist schon ein sehr wackes Video gewesen.